Wohin jetzt mit dem Selfie-Stick? In der Seitentasche fällt's gleich raus. Die Seitentasche, gleiches Problem. Sag mal, gibt's da nicht was von Insta360? Von Insta360, natürlich. Sag mal, du hörst dich auch an wie so eine Waschmittelwerbung, ne? Sollte eigentlich eine Medikamentenwerbung sein, weil das Zeug ist heilsam, das Ding. Das Teil ist zwar nicht für jeden, aber das ist so cool. Und wenn wir was richtig cool finden, müssen wir ein Video machen. Dann müssen wir es euch vorstellen. Selbst genau. Bezahlt. Keine Werbung. Insta360, magnetisch. Magnetisches Selfie-Holster. Selfie-Stick-Holster. Ja. Selbst bezahlt. Keine Werbung. Insta360, magnetisches Selfie-Stick-Holster. Genau. Und ist von Insta360, aber funktioniert mit jedem Selfie-Stick. Mhm. Und natürlich auch mit jeder Kamera, Smartphone und was weiß ich. Hat auch damit nichts zu tun, aber das zeigen wir gleich mal im Detail. Wir sind jedenfalls sehr glücklich damit. Ja, total cool. Wir sind immer rumgewandert, Kilometer um Kilometer. Und dann hast du dieses Ding da in der Hand dauern und weißt nicht so recht, wohin damit. Aber jetzt ist das Problem gelöst. Und hier klickst du das ein. Es funktioniert sowohl magnetisch als auch mechanisch, das Einklicken. Und zum Ausklicken eine kleine Drehung zur Seite. Und schon hast du das wieder in der Hand. Und man kann natürlich auch wunderbar, während man läuft, filmen. Hältst das einfach ein bisschen stabil, drückst auf Aufnahme. Wenn du dann noch eine kleine Kamera dran hast, top. Das ist das Teil, was man am Rucksack oder auch am Gürtel oder was auch wo auch immer anschauen kann. Zeig mal. Das besteht aus zwei Teilen. Der unteren Platte und der oberen Platte. Montage ist denkbar einfach. Hier wird Gürtel- oder Rucksackträger eingeklemmt. Dann wird das hier rein und festgeschraubt. Diese Knöpfe kannst du schrauben, da hier hast du das Gewinde. Mach mal. Und dann wird es festgeschraubt. Funktionieren tut das Ganze mit Rucksackträgern von einer Breite bis zu 6,5 cm. Und das ist unglaublich stabil, ne? Es ist wahnsinnig stabil. Es ist aus Metall, ist aber trotzdem nicht so schwer, dass es einen stören würde beim 120 Tragen. 120 Gramm im Ganzen, glaube ich, mit dem Teil da. Zeig mal das Gegenstück. Das hier ist das Gegenstück. Genau, und zeig mal unten. Da haben wir ein Gewinde. Das können wir auf einen Selfie-Stick aufschrauben. Auf jeden. So ist es. Und dann? Dann klicken wir es einfach ein. Und hat hier diese Metallfüßchen, die zum einen für die mechanische Halterung sorgen, zum anderen ist hier aber auch noch ein Magnet, der dann magnetisch fasst. Und das bombenfest. Einmal rein und wenn man es rausmachen möchte, muss man einfach nur so eine kleine Drehung zur Seite machen und schon rastet es aus. Und wenn man nicht dreht, wie fest hält das? Es hält. Ich habe keine Chance, das rauszuziehen. Also kann nicht rausfallen, gar nichts. Ne? Kann nicht rausfallen. Mach nochmal raus. Es geht wirklich einfach. Top. Keine Gewalt, keine Kraft. Und auf so einem Selfie-Stick, da kann man natürlich raufschrauben, was man will. Ne? Sei das eine Kamera oder ein iPhone. Da gibt es ja Halterungen ohne Ende, die auch kompatibel mit diesem Gewinde hier sind. Also richtig gut, ne? Perfekt. Wirklich super. Kostet? 59 Euro. Bei Amazon? Ist nicht viel wenig Geld, aber ist es definitiv wert. Wir kommen immer wieder auf Insta360 zurück, weil die Sachen einfach qualitativ hochwertig sind und problemlos funktionieren. Ne? Also ist richtig gut, auch dieses Ding hier. Ne? Also wie, ist alles massiv. Top. Das ist wirklich eine klasse Erfindung. Bring doch mal an, spaßeshalber, das ist ja auch relativ easy. Mach ich. Und währenddessen können wir, oder beziehungsweise während ich die Vorbereitungen treffe, können wir ja eigentlich noch erzählen, wofür der mitgelieferte Inbus ist. Also das war so, da war ein Inbus-Schlüssel dabei, ein kleiner Inbus-Schlüssel. Ich glaube, ich habe ihn zufällig. Kleiner Inbus. Ist ja auch dämlich, das vor das Display anstatt vor die Linse zu halten. Und dann habe ich gesessen und habe immer gesucht, ne, wo ist denn hier eine Inbus? Da sind ja auch noch Löcher hier drin, da in dem Ring. Und dann habe ich immer gedacht, wo ist denn die Inbus-Schraube? Und dann war ich nachher so weit, dass ich dieses Feststellrad hier abgeschraubt habe und geguckt habe, was da los ist. Dann habe ich den Inbus da reingesteckt und habe gesehen, dass er da überhaupt nicht reinpasst, egal was. Der geht ja gar nicht durch.
Und dann habe ich den Support angeschrieben. Und bei Insta, bei Amazon in den Kommentaren haben wir gesehen, dass es schlechte Bewertungen gab, weil die Leute auch gesagt haben, da fehlt eine Imbusschraube. Da fehlt die Imbusschraube zum Feststellen. Aber das ist völliger Blödsinn, weil wenn ich die aufschraube, guck mal hier, die schraube ich hier so auf. Und dann muss sie natürlich nach vorne zeigen, damit du den akkurat reinklicken kannst irgendwo. Und jetzt ist das aber noch locker. Das heißt, du musst dann dieses Rad festschrauben nach oben wiederum. Und jetzt kommt der Imbus ins Spiel. Den musst du in das Loch stecken. Natürlich auch total dämlich, dann Imbusschlüssel. Und damit kannst du drehen. Und dann kommt noch ein Loch. Dann kannst du wieder drehen. Und dann ist er hier oben auch fest. Was ihr jetzt an Bewegung seht, ist nur der Mechanismus zum Lösen von dem Selfie-Stick. Hier ist Schluss. Genau. So. Also ohne diesen Ring würdet ihr die Halterung nicht richtig festkriegen. Ja, vor allen Dingen nicht in die richtige Richtung fest. Genau. Weil der muss ja genauso einklickbar sein. So. Und das ist das Geheimnis dieses Imbus. Wahrscheinlich, weil das Massenware ist. Es hätte auch ein kleines Stück Eisen gereicht, ne? Ja, ein rundes oder was auch immer. Jetzt kann man den schön lösen, macht mal wieder rein, so, und dann kannst du ihn abschrauben. Aber wenn ihr das kauft, das werdet ihr gleich verstehen, wenn man das einmal weiß. Ne? Genau. Ja, dann bringen wir an. Ne? Man muss dazu sagen, dass Marions Rucksackgurt, Schultergurt, auch extrem dick ist. Ja. Ne? Also der ist richtig dick. Der ist wirklich dick. Aber so. Ich empfehle, bevor man eine Seite zudreht, auf beiden Seiten erstmal die Schrauben hochklicken. So, jetzt sind sie drin. Und dann festschrauben. Und dann festschrauben. Und zwar fest im Uhrzeigersinn, lösen gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Man kann dann doch immer erstaunlich viel festschrauben, wenn man das einmal da drin hat. Weil er sie zusammenquetscht. Genau. Muss man aber gar nicht. So. Klick. Guck mal hier. Das ist bombenfest, das Ding. Das hält einfach einwandfrei. Einfach drehen. Bam. Ja, so wird's gemacht, ne? Also ist ein tolles Ding. Wie gesagt, uns ist schon klar, dass nicht die meisten Leute nicht mit dem Selfie-Stick rumlaufen und das Problem haben. Aber wenn, ist das echt nützlich, das Ding. Ich glaube auch, es sind mehr als wir denken. Gerade Touristen oder so sind inzwischen ja auch wahnsinnig oft mit Selfie-Sticks unterwegs. Das stimmt. Selfie-Sticks. Man beachtet das weiche S. Genau. Ja, und das ist es. Tolles Teil, können wir nur empfehlen. Ja, und es ist wirklich haltbar auch alles. Also es ist wirklich alles total Hand und Fuß. Ja. Richtig cool. Und der Selfie-Stick hier, der ist übrigens zufällig auch von Insta. Aber funktioniert, wie gesagt, auf jedem Selfie-Stick. Der braucht eben nur dieses Gewinde hier. Was aber jedes Stativ und jedes Selfie-Stick haben sollte. Genau, das ist ein Standardgewinde. Genau. Also nichts Ausgefallenes, nichts Insta360-Spezifisches. Wir haben einen WhatsApp-Kanal. Das könnt ihr in unserer Kanalbeschreibung oder in der Videobeschreibung sehen. Da könnt ihr euch mit dem Smartphone einfach den Link aufrufen. Muss aber mit dem Smartphone sein, weil ansonsten könnt ihr den Kanal nicht zu WhatsApp hinzufügen. Wird dann aber auf allen Geräten synchronisiert. Und da schreiben wir immer so Neuigkeiten, wenn ein neues Video ist oder wenn uns irgendwas auf der Seele liegt. Wenn ihr Bock habt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr den abonniert, diesen WhatsApp-Kanal. Kostet auch nichts. Und natürlich auf dem YouTube-Kanal. Auch abonnieren. Abonnieren und liken nicht vergessen. Kostet euch nichts. Bedeutet uns die Welt. Und hier draußen ist das Leben. Geht raus. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Haben wir noch irgendwas? Irgendwas fällt uns ja immer ein. Stimmt, wenn irgendwelche Fragen sind. Ab in die Kommentare damit. Oder Anmerkungen, auch jederzeit willkommen. Ja, ansonsten, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich mach aus.